Hi, ich bin der Luca und willkommen zu einem neuen Video von mir. Bei mir ist ja die nächste geplante Operation der große Penisaufbau. Ich habe schon mal in einem Video von mir gesagt, dass diese Operation noch in diesem Jahr stattfinden soll und wird. Ich hatte tatsächlich auch schon einen OP-Termin für diese Operation, und zwar am 7. Mai. Mir ist aber schon relativ früh klar geworden, dass dieser Termin höchstwahrscheinlich abgesagt wird. Und ich habe dann auch vor, ich glaube, einem Monat oder so den Anruf bekommen, dass die OP leider abgesagt werden muss wegen der Corona-Krise. Und dann hatte ich für mehrere Wochen gar keinen Termin und habe auf einen nächsten Anruf gewartet und habe vor ein paar Wochen dann eben den Anruf bekommen, dass sie jetzt neue Termine vergeben können. Und ich habe jetzt einen festen OP-Termin im Hochsommer in diesem Jahr. Ich stehe aber trotzdem auf einer Warteliste. Bedeutet, falls jemand irgendwie seinen OP-Termin nicht wahrnehmen kann oder whatever, kann es sein, dass ich angerufen werde und sie mir sagen, sie haben ganz spontan einen Operationstermin für mich, den ich wahrnehmen könnte, wenn ich wollen würde. Und daher, dass ich mich irgendwie auch auf so eine spontane Operation quasi einstellen muss, bin ich momentan auf dem Punkt, dass ich mich versuche, auf diese Operation vorzubereiten und mich auch eben darauf vorbereiten, dass jederzeit der Anruf kommen könnte und sie mir sagen, sie bekommen einen OP-Termin in 3 Wochen oder was auch immer. Und wie ich mich eben auf eine Operation und jetzt in diesem Fall auf den Penisaufbau psychisch und mental vorbereite, das erzähle ich euch in diesem heutigen Video. Und kurz bevor ich anfange, möchte ich noch kurz sagen, ich hatte ja auf Instagram euch gebeten, mir Fragen zu stellen, die ihr habt bezüglich meiner Mastektomie, also meiner Brustoperation. Ich habe die Fragen nicht vergessen, es sind wirklich interessante Fragen gestellt worden und die Fragen werden auch noch beantwortet in einem kommenden Video. Also falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt die doch gerne in die Kommentare, dann werde ich die Fragen auch noch in einem kommenden Video berücksichtigen und beantworten. So, und deshalb, let's go! Ich habe genau 5 Punkte, wie ich mich eben psychisch und mental auf Operationen vorbereite. Und der erste Punkt ist so die gedankliche Vorbereitung. Was ist mit gedanklicher Vorbereitung gemeint? Also immer wieder in meinem Alltag versuche ich mich mit der Operation und mit den darauf folgenden Veränderungen gedanklich einfach auseinanderzusetzen. Das bedeutet, dass ich mir einfach versuche, das Ganze so gut wie möglich auszumalen, von dem Punkt ab, an dem ich in das Krankenhaus gehe, also ab OP-Beginn bis den ganzen Heilungsprozess und bis das Ganze vorüber ist und ich mit diesen Veränderungen dann eben lebe, bedeutet mit einem Penis. Und ich stelle mir halt dann solche Fragen wie zum Beispiel, wie wird es sein, wenn ich aus der Narkose aufwache? Wie fühlt es sich an? Was werde ich denken? Oder oft schaue ich auch meinen rechten Unterarm an, weil ich weiß, aus diesem Teil wird der Lappen entnommen für den Penis und ich weiß, dass eine sehr große, flächige Narbe hier entstehen wird. Und ich schaue meinen Unterarm an und überlege mir, wie wird es sein, wie wird es aussehen, wie werde ich mit dieser Narbe leben? Oder ich frage mich, wie wird es sein, am Anfang so eingeschränkt zu sein? Man darf ja die ersten Tage überhaupt nicht aufstehen und am Anfang kann man auch seine Hand und seinen Arm gar nicht benutzen. Ja, und allgemein auch, wie wird mein Leben mit Penis dann im Endeffekt sein? Wie gesagt, ich versuche mir einfach das Ganze auszumalen, wie es so ungefähr sein wird. Natürlich kann ich nicht in die Zukunft schauen und ich kann das nicht zu 100% sagen, dass das so und so ablaufen wird und dass das so sein wird. Vielleicht wird es auch komplett anders sein. Und dass ich mich einfach damit einfach so gedanklich auseinandersetze. Und das Ziel ist einfach dabei, dass ich ja meinen Kopf einfach darauf vorbereite und dass, wenn es dann passiert, also wenn dann OP-Tag ist und wenn ich von der OP aufwache, und wenn einfach alles dann soweit ist und alles eintritt, worauf ich gerade hinarbeite, dass es dann nicht komplett neu ist. Und ich möchte so einen Überraschungseffekt einfach vorbeugen, indem ich mich einfach intensiver gedanklich damit auseinandersetze. So, der zweite Punkt ist, dass ich versuche weiterhin einfach informiert zu bleiben. Natürlich sollte man zu dem jetzigen Zeitpunkt optimal informiert sein, das bin ich auch, weil der jetzige Zeitpunkt ist, dass die Entscheidung schon getroffen ist, also diese ganze Entscheidungsphase, OP, ja oder nein, das ist schon vorbei, die Entscheidung steht, ich mache die Operation in diesem Krankenhaus, mit dieser Methode, zu diesem Zeitpunkt, das steht alles fest. Jetzt geht es wirklich nur darum, mich eben auch mental darauf vorzubereiten. Was ich eben jetzt damit meine, weiterhin informiert zu bleiben, bedeutet, dass ich mir trotzdem noch Erfahrungsberichte durchlese, zum Beispiel anhand von Büchern, die andere Transmänner geschrieben haben. Oder ich schaue mir Videos an, vor allem auf YouTube, von anderen Transmännern, die den Weg schon gegangen sind, die diese OP schon gemacht haben, was die dazu sagen, oder auch Transmänner, die gerade darauf hinarbeiten, so wie zum Beispiel auch ich. Schau mir das einfach an, damit ich mich eben auch so darauf vorbereite. Und was ich beispielsweise auch mache, ich schaue mir manchmal Bilder an von einem frisch operierten Unterarm und überlege mir, dass ich das, was ich auf dem Bild sehe, an meinem eigenen Arm ganz
real auch sehen werde, wenn der Verband beispielsweise das erste Mal gewechselt wird. Das versuche ich mir einfach vorzustellen. Ich weiß, dass das teilweise hart ist. Also diese Bilder, jeder, der weiß, von was ich spreche, der solche Bilder schon gesehen hat, der weiß, dass die Bilder teilweise wirklich krass aussehen. Aber ich möchte einfach realistisch bleiben. Das Ziel ist einfach, dass ich eben nicht verdränge und wenn dann OP ist, total überrascht bin oder zum ersten Mal meinen Arm sehe und mir so denke, oh mein Gott, was ist jetzt hier passiert? Sondern ich weiß, so wird es aussehen, so wird es sein und versuche eben realistisch zu bleiben und nicht zu verdrängen. Natürlich schaue ich mir nicht morgens bis abends irgendwelche Bilder und Videos an und denke die ganze Zeit drüber nach, auf gar keinen Fall. Das sind einfach nur Sachen, die ich manchmal mache und auch nicht bewusst. Ja, also wie gesagt, ich mache das nicht irgendwie den ganzen Tag und die ganze Zeit und man soll natürlich auch nicht übertreiben, aber so in einem gewissen Maße sich damit einfach auseinandersetzen. Also das mache ich persönlich zumindest. So, dann zu dem dritten Punkt und zwar, dass man darüber spricht. Also, dass man über die Operation, die jetzt bei einem ansteht, mit seinen Freunden, mit seiner Familie einfach darüber redet. Einfach mit vertrauten Personen, die einem nahestehen. Hier ist einfach gut, dass man zum Beispiel, was ich beim ersten Punkt gesagt habe, eben, dass man sich gedanklich damit auseinandersetzt, dass man jetzt diese Gedanken, die man hat, dann auch mal aussprechen kann, jemand anderem mitteilen kann. Hier habe ich auch einen kleinen Tipp für Angehörige, also für Freunde, Familie, whatever, dass auch wenn man sich denkt, vor allem wenn man jetzt darüber spricht mit der betroffenen Person, aber wenn man sich denkt, oh mein Gott, das ist echt krass oder oh Gott, das wird echt hart werden oder eventuell auch erst schmerzhaft, dass man das nicht äußert und auch vielleicht nicht zeigt, sondern versucht wirklich für die betroffene Person stark zu bleiben. Weil genau zu diesem Zeitpunkt, also wenn die Entscheidung getroffen ist, man will das machen, man will die Operation machen, es steht schon ein Termin fest, dann ist das ganz klar, man macht die OP und dann heißt es wirklich nur, sich darauf vorzubereiten und Kraft und Energie zu sammeln für die Operation und dann ist es einfach schön, wenn man Leute um sich herum hat, die einen bestärken, die für einen da sind, die einen unterstützen auf diesem Weg. Und es bringt einem dann nichts, wenn jemand, ja, ganz panisch ist oder sagt, oh mein Gott, was, das wird bestimmt echt hart werden. Das bringt mir persönlich nichts, weil was soll ich damit anfangen? Das macht nur Panik. Und weiterhelfen tut's mir nicht, weil für mich ist klar, ich mache die Operation. Dann ist vielleicht auch gut, dass man darüber spricht, wer für einen da sein kann in dem Heilungsprozess, ob jemand einen auch im Krankenhaus besuchen kann. Manchmal ist das ja leider nicht möglich. Wenn es möglich ist, dann ist es auf jeden Fall sehr, sehr gut und schön für einen selbst. Und dass man das bespricht und dass man ja seinen Mitmenschen sagt, wann die Operation geplant ist. Vielleicht können die das auch ein bisschen einplanen. Dass man dann einfach weiß, man hat die und die Person, die für einen da sind, die einen unterstützen, auf die man dann zählen kann, wenn es soweit ist. So, und dann kommen wir schon eigentlich, das ist eigentlich der letzte Punkt auf meinem Vorbereitungsprozess sozusagen. Und zwar, dass ich immer, wenn ich eine Operation habe, ein paar Wochen vorher einen Termin bei meinem Therapeuten mache, also bei meinem Psychotherapeuten. Also ich bin zwar nicht mehr in Therapie, also für die, die es nicht wissen, wenn man diesen ganzen Transweg gehen möchte mit medizinischer Angleichung mit Vornamens- und Personenstandsänderungen, da muss man eben so eine sogenannte Verhaltenstherapie machen, damit das alles möglich ist. Und diese Therapie habe ich sozusagen schon abgeschlossen. Aber trotzdem, wenn ich eben vor so einem Schritt stehe, dann mache ich immer noch mal einen Termin aus und habe noch mal ein Gespräch mit meinem Therapeuten. Das gibt mir einfach noch mal eine gewisse Kraft, noch mal kurz vor der Operation. Auch wenn man jetzt nicht so weiß, was man überhaupt jetzt mit dem Therapeuten bei diesem Termin besprechen möchte oder soll. Wenn ihr eurem Therapeuten sagt, ich habe in 3 Wochen die und die Operation, ich möchte einfach noch mal einen Termin machen, um mich darauf vorzubereiten, dann weiß der Therapeut schon, was zu tun ist sozusagen und leitet auch das Gespräch. Also ihr braucht da jetzt nicht eine Angst haben, ich weiß ja gar nicht, über was ich reden soll. Er stellt einen Fragen und man redet einfach über die OP. Also mir persönlich tut so ein Gespräch einfach nochmal gut, weil ich auch nochmal so richtig merke, wie sehr ich eigentlich diesen Operationsschritt machen möchte. Es gibt mir nochmal irgendwie so eine letzte Kraft nochmal dazu, um diesen Schritt zu gehen. Und vor allem, ich gehe aus diesem Gespräch dann raus und denke mir so, okay, du hast jetzt alles gemacht, was du tun konntest, um dich psychisch und mental auf diese Operation vorzubereiten. Du hast alle Möglichkeiten ausgeschöpft für dich persönlich. Besser hättest du dich nicht vorbereiten können. Und jetzt heißt es nur noch Operation machen. So, und als fünften und letzten Punkt habe ich, dass man sich eben nicht verrückt machen soll, trotz allem, und immer optimistisch bleiben soll. Also diese Punkte, die ich eben jetzt alles gesagt habe, das hört sich vielleicht so an, als würde ich an nichts anderes mehr denken als diese Operation. So ist es natürlich nicht. Das sind einfach so gewisse Sachen,
die ich gar nicht mal so bewusst in meinem Alltag einbaue und auch nicht jeden Tag. Also man soll nicht morgens bis abends nur darüber nachdenken, nur sich damit auseinandersetzen, auf gar keinen Fall. Man soll natürlich sein Leben ganz normal weiterleben, ist ganz klar. Was ich persönlich einfach nur für wichtig halte, ist, dass man es nicht verdrängt und dass man es einfach beiseite schiebt, bis OP ist, weil dann kann es sein, dass man komplett überrumpelt wird. Ich spreche da ehrlich gesagt auch aus eigener Erfahrung, weil zum Beispiel bei meiner ersten Operation auf meinem Transweg, und zwar meine Brust-OP, da habe ich mich psychisch eigentlich kaum darauf vorbereitet. Und das habe ich auch gemerkt, dass ich nicht darauf vorbereitet war. Bei mir ist leider was schiefgelaufen. Ich hatte Komplikationen und musste am selben Tag noch notoperiert werden. Ich dachte, ich gehe dahin und gehe am selben Tag wieder nach Hause. War leider nicht so. Ich wurde notoperiert. Bin dann noch im Krankenwagen ins Krankenhaus gefahren. Es ist ziemlich viel passiert an diesem Tag und das hat mich sehr, sehr überrumpelt. Und ich habe erst dann gemerkt, was es eigentlich bedeutet, diesen Weg zu gehen und das alles zu machen, diese ganzen Operationen zu machen. Ich musste mich tatsächlich nach dieser Operation psychisch wirklich davon erholen, von dem, was da alles passiert ist. Und ich wusste, hätte ich mich davor mehr drauf vorbereitet, mehr damit auseinandergesetzt, dann wäre es vielleicht nicht so schlimm im Endeffekt gewesen. Bei meiner nächsten Operation habe ich mich dann eben mehr drauf vorbereitet, mehr damit auseinandergesetzt, auch gedanklich vor allem, was ja mein erster Punkt war. Und damit habe ich einfach gute Erfahrungen gemacht und deshalb mache ich das jetzt auch bei dieser anstehenden Operation. Ich glaube tatsächlich jetzt gerade beim Penisaufbau noch mal intensiver, aber weil es klar auch eine wirklich sehr, sehr große Operation ist. Ja, und das sind natürlich meine ganz persönlichen Methoden, wie ich das eben mache. Das bedeutet nicht, dass das jeder so machen soll oder muss. Also ich persönlich versuche mich eben darauf vorzubereiten und versuche mich aber trotzdem eben nicht verrückt zu machen und bleib trotzdem optimistisch. Gehe mit der Einstellung in diese Operation rein. Es wird alles so klappen, wie ich es mir vorstelle und hoffe, dass alles gut gehen wird. Ich weiß natürlich, was die Risiken sind. Das ist ganz klar. Die sollte man auch im Hinterkopf behalten, aber trotzdem optimistisch bleiben. Also das waren jetzt eben alle Punkte, wie ich persönlich mich mental und psychisch auf so eine Operation vorbereite. Und es ist auch wichtig zu sagen, dass es eben bei diesem Punkt schon darum geht, dass die Entscheidung schon getroffen ist. Also diese Entscheidungsphase, mache ich's ja oder nein, whatever, das hat man schon durch. Vielleicht drehe ich auch mal ein Video darüber, wie man dann zu so einer Entscheidung kommt oder eben einfach allgemein über diese Entscheidungsphase. Ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Falls ihr Fragen habt, dann schreibt sie mir doch bitte gerne in die Kommentare oder kontaktiert mich auch gerne auf Instagram, wenn es ein bisschen privater ist. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao!